Die Entwickler überraschen uns heute mit einem neuen Teaser für eine große Sims 4 Erweiterung. Auch über dessen Thema wissen wir jetzt etwas. Mehr dazu in dieser Short News. Verschiedene Die Sims-Fanseiten, unter anderem auch meine Kollegen von simtimes.de, haben von den Entwicklern eine mysteriöse Postkarte bekommen, auf der man ebenfalls jetzt schon eine neue Welt für Die Sims 4 erkennen kann. Laut der Rückseite der Karte wird diese Hanford-on-Bakely heißen. Aber noch mehr Infos lassen sich hier finden, so schreibt Agnes Knautschgesicht, die wir schon aus Die Sims 2 kennen, an den Leser: Bester Freund, wir freuen uns sehr, dass du uns in Hanford-on-Bakely besuchst. Ich bin sicher, dass du das malerische Landleben genießen wirst. Besuche uns doch an unserem Gartenstand, wenn du angekommen bist. PS, ich habe gehört, dass der Bürgermeister über ein weltweites Tourismusvideo für Hanford-on-Bakely spricht, welches am 10. Juni um 17 Uhr auf dem D-Sims YouTube-Kanal veröffentlicht wird. Es steht fest, am 10. Juni wird eine neue Erweiterung für Die Sims 4 offiziell vorgestellt. Was genau für neues Gameplay mit der Landleben-Erweiterung verbunden ist, ist leider derzeit noch unklar. Vielleicht wird es aber, wie im Text erwähnt, neue Gartenstände geben. Ich halte euch aber natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Übrigens, bei Instant Gaming läuft aktuell ein neues Gewinnspiel, bei dem ihr ein Pack nach Wahl gewinnen könnt. Schaut in der Beschreibung vorbei, wenn ihr hier teilnehmen wollt. Aber auch so könnt ihr hier ordentlich auf verschiedene Die Sims 4 Packs sparen. So gibt es das neue traumhaftes InDesign-Gameplay-Pack für 17,89 €. Über unser Fazit zu diesem Pack habe ich ebenfalls mit Micha von simtimes.de in der neuesten Folge Sim gehört gesprochen. Ein Link dazu findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Was habt ihr für Wünsche an die neue Erweiterung und freut ihr euch auf den 10. Juni? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.